Ich begrüße euch zur nächsten Folge. Einer unserer Spieler hat den Aktenkoffer in der Hand, das heißt natürlich Abgang und Start der Transferphase und Start für die neue Folge. Ja, wir gucken, wie wir heute oder wie wir allgemein in die Transferphase einsteigen. Wir haben jetzt zwei Abgänge, haben circa, glaube ich, 3 Millionen auf dem Konto, was das betrifft. Eventuell müssen wir es auf dem Flügel machen, weil wir da jetzt einen Abgang hatten oder im Zentrum. Mal schauen, wir haben 2 Millionen, das ist nicht viel. Vielleicht muss ich am Ende der Saison auch noch die Verträge verlängern. Also schauen wir mal, was wir hier und heute machen werden. Und zwar habe ich gesehen, dass der Vertrag von Pastlak ausläuft und für die kommende Saison vielleicht einen neuen Rechtsverteidiger, ein Backup oder ein Stammspieler für Traoré, weil der lässt auch langsam nach. Vom Stärkewert her ist er auch noch besser, kann auch rechtes Mittelfeld, würde ich aber dann als Rechtsverteidiger nehmen. Aber mal schauen, was er möchte. Ich würde natürlich erstmal auf wichtig gehen. Versuchen es mit einem Gehalt 20k. Und er ist damit zufrieden. Das heißt, nächste Saison haben wir Passlager auf der Rechtsverteidigerposition. Gradsee brauchen wir echt für die Kaderbreite noch viel, viel mehr. Das heißt, wir holen ein paar Jugendspieler hoch und schauen, welche es sein werden. Wir haben gefühlt nur Rechtsverteidiger. Das heißt, wir nehmen einmal Christopher Schneider mit hoch. Den fördern wir zum Profi. Wir nehmen noch einmal den Florian Jansen mit und dann noch den Francisco Machado. Schneider hatte ich jetzt den Plan, dass er auf die Leihliste kommt und ausgeliehen wird, deswegen habe ich den auch mit hochgeholt. Aber ansonsten wird in der Transferzeit nicht viel passieren, da wir das Geld lieber horten würden und fertig mit dem Lachs. Entweder kommt ihr mit einem Angebot über 3,1 Millionen für Abiyama und einen Tauschspieler, wollen wir mal gucken, was ein Tauschspieler ist. Das ist ja wohl der absolut größte Witz, also ganz ehrlich, das werde ich so knallhart ablehnen. Das haben sie noch nie gesehen. Was ich mal wieder vergessen habe, ist natürlich zu zeigen, was der Kalender uns bietet in diesem Monat nicht viel. Gegen Bochum und gegen Hertha, das Spiel gegen Hertha werden wir wohl spielen. Im Folgemonat Werder, Regensburg, Bielefeld und Lautern und dann geht es auch wieder knallhart weiter mit der zweiten Liga. Wir werden aber erstmal die beiden Monate hier spielen und dann schließen wir die Folge mit Lautern ab, aber erstmal gehen wir rein in die ersten Spiele und gucken, ob irgendwas im Transferfenster noch passieren wird. Ich habe hier noch einen Spieler gefunden, Abdulkader Bamba, für die nächste Saison ablösefrei. Ist zwar 29 Jahre alt, aber wie gesagt, für die Kaderbreite wäre das eventuell was. Wir gucken, was geht. Er möchte Schlüsselspieler sein, das können wir ihm leider nicht bieten. Also brechen wir hier die Verhandlung ab. So, soweit, so gut. Ich habe jetzt erstmal ein paar Verträge verlängert mit dem Geld, was wir übrig hatten. Die wichtigsten Leute haben jetzt einen längeren oder langfristigen Vertrag und ich glaube, das ist nicht verkehrt. Wir verkaufen Pettersson Chato nach Sivasspor für 700.000, da er sowieso eigentlich eher ein Spieler war, der überhaupt nicht zu sehen war. Also von daher viel Glück da. Mir ist hier gerade ein Angebot reingeflattert für Simakala. Der ist 1,3 wert. 2 Millionen können wir verkaufen. Das heißt, wir könnten eventuell noch auf dieser Position sogar noch was Besseres bekommen. Ich bin jetzt am Struggeln, denke aber, dass ich es annehmen werde. Tut mir zwar sehr weh, weil er einer meiner Lieblingsspieler ist. Allein der Name ist Simakala, Bamwaka Simakala, super, auch ein sehr schneller Spieler, ob wir da einen adäquaten finden, aber ich glaube schon. Also Simakala haben wir angenommen und gucken, ob die sich einigen können. Erstmal steht das nächste Spiel gegen Bochum an. Da werden wir die Höhepunkte spielen und hoffen wir, dass wir da wieder siegreich rausgehen können. Erste Gelegenheit für Bochum mit einem Freistoß. Kommt hinein, wir köpfen das Ding hinaus, Abiyama, gut. Erste Chance vereitelt. Ecke für Bochum wieder, die drücken hier. Abiyama da auf außen, das gefällt mir gar nicht in der Verteidigung, aber er macht das stark. Muss man ja mal hinlassen, ne? Nächste Ecke. 13 Minuten schon die dritte Möglichkeit für Bochum. Wieder wollen die Scout spielen. Wieder ist Abiyama da auf außen. Das wird noch der Innenverteidiger der neue. Aber Stöger, jetzt wird's gefährlich. Asano, Foster, 1-0. Es hat sich angebahnt nach drei Chancen. 1-0, Bochum. Angriff Osnabrück. Abiyama. Simakala! Sehr stark. Vielleicht nochmal in seinem letzten Spiel in Bochum trifft er hier. 1-1. Alleingang Osnabrück. Niemand. Abiyama läuft ein. Abiyama hat die Möglichkeit. Abiyama! Aber Ivušić hält ihn. Den müssen wir machen. Nächster Alleingang. Simakala. Und in der Mitte ist wieder Abiyama, der mitgeht. Aber wir müssen abbrechen. Simakala. Simakala läuft noch innen. Simakala! Aber wieder Ivušić. Konter Bochum.
So ein bisschen fallen lassen. Förster. Traoré. Traoré. Asano. Andi Ajay. Traoré. Aber Bamba läuft das ja gut ab und Kühn, der erfahrene Mann im Tor. Alleingang Bochum. Was für eine erste Halbzeit, ey. Traoré. Spielt raus auf Andi Ajay. Andi Ajay. Traoré verschätzt sich da, aber Komenda noch stark. Nachgesetzt. Alleingang Osnabrück. Simakala, aber den verlieren wir den Ball. Leider schlecht. Alleingang von Bochum. 88. Riesengelegenheit. Asano. Asano spielt raus. Auf Andi Ajay. Andi Ajay. Schießt aber ins Außennetz. Und wir spielen 1:1 gegen Bochum. Es ist nun auch hundertprozentig offiziell. In seinem letzten Spiel macht er nochmal das 1:1 gegen Bochum. Simakala wechselt den Verein. Es tut irgendwie schon im Herzen weh, aber irgendwann müssen wir auch neue Spieler und stärkere Spieler bekommen. Simakala war natürlich trotzdem einer der Besten auf dem Feld, hat immer seine Leistung abgeliefert, aber jetzt ist er halt weg. Mit 4 Millionen können wir natürlich einiges machen. Ich hatte da schon den einen oder anderen auf der Liste. Wir sind gespannt. Nicht damit gerechnet, wir sind in Gesprächen mit Ndri, Kona Ndri von Eupen. 3 Millionen habe ich geboten, er war glaube ich 3 wert und die haben es direkt angenommen, weil in den Verhandlungen stand drin, dass ich 3,5 bieten soll und dann habe ich 3 geboten. Naja, okay. Wir hoffen, dass wir ihn jetzt für uns gewinnen können. Wir haben jetzt Rolle und Kader Schlüsselspieler. Er wollte nur 2 Jahre, die ganze Zeit wollte nur 1 Jahr. Dann haben wir auch 2 Jahre gemacht. Geil, 10.000 Einstiegsbonus, 100.000. Eigentlich sollte er es annehmen. Sein aktuelles Geld war aber 7.300. Wir hoffen es, dass er es annimmt. Und er ist bei uns. Konan Ndri wechselt von Eupen, das ist aus der belgischen Liga, zu uns an die Bremer Brücke nach VfL Osnabrück. Hier wird er vorgestellt. Ich freue mich, er bringt alles mit, was wir für diese Position brauchen. Ist zwar noch LM, wir müssen ihn auf LF umtrainieren, aber da denke ich mal, dass wir da keine Probleme mit haben sollten. Ja, das ist unser Neuzugang. Wir gehen in das 3D-Spiel mit einer etwas abgeänderten Aufstellung. Giamfi muss von Anfang an ran, da Komenda leider etwas zu kaputt ist. Die Fitness stimmt nicht, auch Rorich muss von Anfang an ran, da von Traoré die Fitness nicht gut ist. Auch Arnold muss ran. Und auch der Neuzugang, Ndri von Anfang an dabei, die Aufstellung von Hertha seht ihr rechts und wir gehen rein ins Spiel. Gerade Abiyama auch in der zweiten Bundesliga Top-Torjäger, 11 Tore, nicht verkehrt für ihn. Rein ins Spiel gegen Hertha. Serra. Nianze, Serra. Nianze. Adams. Mianze auf Serra. Serra wieder auf Adams. Adams, aber Giamfi ist da. Auf den ist Verlass. Schief in die Beine des Gegenspielers. Fasnacht. Mit dem Roulette vorbei. Fasnacht. Pfostenschuss. Rohrig. Und es gibt Einwurf. Auch die gelbe Karte nachträglich nochmal. Man merkt direkt, dass es hier auf ultimativ ist, das ist ein Riesenunterschied, fand ich jetzt gerade. Bamba. Ndri, der ist schnell auf den Ball, aber Christensen ist da. Abiyama. Köhler läuft ein. Köhler bringt den Ball in die Mitte hin, wartet Ndri. Schade. Kempf klärt den Ball endgültig. Nicht endgültig, Bornisch ist erstmal noch da. Aber Hertha sehr stabil hinten. Auf Bornisch. Da ist der neue Ndri. Aber den trifft er nicht richtig. Da muss er entschlossener hin. Giamfi gewinnt das Kopfball da. Baumgartner. Es geht immer schnell bei Hertha. Immer schnell nach vorne in die Spitze. Das ist Fasnacht. Fasnacht. Guter Ball zu Adams. Und dann steht es 1-0. Hertha führt bei VfL Osnabrück. Man sieht es nochmal. Guter Ball da. In die Mitte gechippt. Und dann gibt es den Volley-Schuss. 1:0 durch Adams, erstes Tor in 8 Berlin. Weiter geht's. Kerkez. Bricht erstmal ab. Bornic. Köhler. Köhler. Ganz außen ist niemand. Niemand. Den macht er ganz wichtig. Direkt im Anschluss, beziehungsweise im Anstoß.
macht er das 1:1. Ich muss dazu sagen, Ultimativ ist wirklich deutlich schwieriger als Legende, habe ich das Gefühl. Die Gegner gewinnen viel, viel schneller den Ball. Schön besseres Pressing. Kann auch sein, dass es härter ist, deswegen. Aber, okay, klasse Ball hier. Niemann mit seinen schwächeren Linken. Wobei er mittlerweile beidfüßig ist mit seinem 8. Tor in 20 Partien. Kann ganz viele Meter machen. Da geht ein Dri. Ist aber nicht schneller als Kenny, der den Ball da erobert. Christensen. Sehr mutig, was er da macht. Sehr, sehr mutig. Aber Halbzeit 1:1 zwischen Osnabrück und Hertha. Ich habe, oder wir haben einmal gewechselt. Ich habe Rebiger reingebracht, weil es ein bisschen zu gefährlich war da mit der vorbelasteten gelbe Karte von Köhler. Arnold jetzt erstmal. Ein Dri. Der hat das nötige Tempo. Ein Dri. Zu Abiyama. Aber die blocken da gut ab. Arnold. Hat da keinen Mitspieler, den er so wirklich anspielen kann. Dann spielt er auf Rebinger. Der auf Bornic. Bornic schirmt den Ball da gut ab. Wieder auf Rebinger. Jetzt ist es hier Handball. Rebinger. Wo soll er hinspielen? Rebinger. Auf Bornic. Der auf Arnold. Da verlieren sie den Ball. Kerkez. Flankt den Ball auf 2. Da steht Arnold. Schade. Soriano. Im Zusammenspiel mit Serda. Ndri. Wartet unten. Ndri. Kann er es? Er kann es machen. Ndri. Zweimal die Möglichkeit. Aber den trifft er dann doch nicht. Schade. Wir haben, glaube ich, einen Viererwechsel, glaube ich. Dreierwechsel. Jansen, Kunze und Frank. Jansen, der junge Mann, auf Rechtsverteidigerposition. Rohrig war kaputt. Kommt zu seinem ersten Spiel direkt gegen die Berliner Hertha. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Eckball für uns. Niemand. Giamfi. Bornic. Kunze. Frank, auch in der Partie übrigens. Haben wir ihn gesehen. Für Abiyama, der sich zu sehr verausgabt hat. Mbamba. Bornic. Kunze. Frank noch ohne Saisontreffer. Der ist immer sehr, sehr unglücklich. Holt aber hier eine Ecke raus. Der spielt in die Mitte wieder zu Serda. Serda mit einem Übersteiger. Adams wieder Serda. Pfostenknaller. Soriano vertändet sich da. Das wäre es gewesen für die Berliner Hertha. Kunze geht einfach mal durch die Mitte. Aber das ist zu wenig. Bornic nochmal. Was für ein Patzer da hinten. Ein Dri bricht nochmal ab. Ein Dri auf Bornic. Frank! Aber das dürfte es gewesen sein. Osnabrück und Hertha trennen sich hier mit einem gerechten Unentschieden. Aber es hat mehr Tore fallen können. 1:1. Nochmal ein kurzer Blick auf die Tabelle. 20 Spiele sind gespielt. Sehr eng ist das weiter jetzt in die Saison. Oh, gleich gegen Werder. Das ist auch wieder interessant. Hier flattert auch ein Angebot für niemanden rein. Natürlich wollen sie ihn haben, Bochum. Aber wir werden ihn natürlich nicht gehen lassen. Wir haben noch keine richtigen Alternativen. Er ist einfach die Nummer 1 zur Zeit mit Abiyama. Mal gucken, was der Transfer Deadline Day noch so bringt, weil ich ja eigentlich noch 2 Spieler verleihen wollte. Da kriegen wir eine Nachricht rein. Dion gibt es eine Kurzleihe und auch Sion. Ich weiß jetzt nicht, wen ich annehmen soll. Das ist Dijon. Sind die in der zweiten Liga? Dijon, die möchten den 2 Jahre haben, Sion. Und Dijon eine kurze Laufzeit. Ich würde ruhig 2 Jahre hinwegschicken, von mir aus. Können sie haben. Und ja, wer schneller ist. Wir machen einfach, wer schneller ist, ne? Der kriegt Schneider auf jeden Fall. Werden wir Schneider jetzt verleihen. Und das freut mich eigentlich, weil er kann alle spielen. RV, IV, LV. Ich hoffe, der entwickelt sich da weiter und kommt dann zu so einem gestandenen Spieler zurück oder zu so einem guten Backup. Da haben wir die Cutscene. Schneider wechselt den Club und zwar zu Sion für 2 Jahre. Das heißt, wir sehen ihn in 2 Jahren wieder. Vielleicht sind wir da schon in der ersten Liga, das wäre natürlich super. Aber ich denke mal, das ist okay. Wir haben ja noch in der Jugend einige Jungs, die da mitspielen können oder mithalten können, in Anführungsstrichen. Hier geht noch ein Angebot für Abiyama rein. Ein Tauschangebot. Wir schauen uns mal den Tauschspieler an. Onisivo. 31 Jahre alt. Nee. Ist zwar ein geiles Angebot, aber wir bleiben bei Abiyama, denn Abiyama ist Abiyama. Mehr passiert hier auch nicht im Deadline Day. Wir hatten noch ein Angebot für Abiyama, aber wie gesagt, den behalten wir. Und jetzt schauen wir uns mal den Monatsbericht der Jugendmannschaft an. Alter, Wagner ist einfach schon eine richtige Maschine. Der ist auf 65 schon hoch.
Emilio Wagner, Oscar Wagner, den lassen wir erstmal auch noch. Wir lassen die alle natürlich erstmal noch drin, weil da steigert das Potenzial noch etwas schneller. Aber das gefällt mir schon sehr gut. Wir gucken uns das Scouting-Update an. Ob da noch was dabei ist. Nein. 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 Und nein. Hier in Brasilien auch nichts. Auch nichts. Und auch nichts. Danke. 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 Gehen Danke, in die dass Sie Partie alle gegen gekommen Werder, sind. Wenn beziehungsweise es in die Fragen gibt, dürfen Pressekonferenz Sie die ein. jetzt stellen. Im letzten Spiel hatten Sie gegen Werder kaum Probleme. Haben am Ende 4 Tore erzielt. Gewinnen Sie gegen Werder erneut. Vielleicht haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt. Man weiß es ja nie. Angesichts der Form, die Sie zuletzt gezeigt haben, sollte es gelegen, aus der unteren Tabelle wegzubleiben. Aber ist die Mannschaft auch stark genug, um diese Leistung weiter zu zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf, würde ich sagen. Gegen Hertha auch ein gutes Spiel. Spiel gegen Werder war ein echtes Duell der Giganten. Wer setzt sich durch? Ich würde sagen, abwarten und wir schauen, was passiert gegen Werder. Für heute. Anstoß im Wohn- und Westweserstadion. Schönes Stadion. Ich freue mich. Wir spielen die Höhepunkte, also nicht wundern. Geht direkt los hier mit einem Angriff von Werder, den wir verteidigen müssen. Rapp da. Das macht er, aber Kunze holt sich den Ball. Oh, wir haben den Ball. Angriff Osnabrück. Da können wir Abiyama einmal den Ball geben. Abiyama! Jetzt wissen wir, warum wir ihn behalten haben. Er trifft erneut gegen Werder. Und er trifft erneut in der zweiten Liga. Oh, Alleingang. Wie sollen wir den denn noch einholen? Valencia. Oh, er trabt. Da haben wir ein Riesenglück. Und das auf Ultimativ. Ich glaube das gar nicht. Konter. Geil. Oh, was ist das denn? Konter für die oder was? Duxch. Duxch, guter Ball. Valencia 1-1, ey. Unser Konter, wir kriegen den Ball nicht. Ich glaube das nicht. Konter durch Werder schon wieder. Das heißt schon wieder, eben war es unser. Und jetzt kriegen die den Konter. Also was diese Höhepunkte hier manchmal geben, ist echt unglaublich. Valencia schon wieder. Valencia, der dribbelt da immer. Giamfi ist jetzt drin. Oh, Giamfi, Alter. Valencia. Valencia ist richtig eklig zu bespielen, aber Traoré ganz stark. Wir haben nochmal eine Chance. 85. Geh. Niemand geht. Niemand. 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 Ja, wo soll er hin? Da ist keine Sau. Wo soll ich hinspielen? Traoré nochmal. Rebiger. Das müsste Bornic sein. Abiyama. Wo sollen wir hinspielen? Abiyama. Nochmal Bornic. Rebinger aus der Distanz, aber so nicht. Das war das 1:1. Naja, ist okay gegen Werder. Die sind mit Abstand Erster. Das heißt, für uns in der Tabelle rutschen wir einen runter auf Platz 4. Düsseldorf ist jetzt vor uns auf Platz 3. Ist es natürlich sehr, sehr blöd. Gegen Regensburg gehen wir rein in die Schnellsimulation. Und bitte. Siegen wir! 89 Minuten, Kunze macht's, geiler Typ. Es ist sehr, sehr spannend. In der Tabelle sind wir wieder ein vorgerückt auf die 3. Heidenheim und Werder sind schon etwas weiter weg, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Arnold von Anfang an, diesmal dabei gegen Bielefeld. Wir gehen rein in die Höhepunkte. Ich hoffe, wir kriegen das wieder hin. Wir kriegen eine Ecke als erstes. Ndri ist jetzt dafür zuständig, für unsere Ecken mittlerweile. Bring den Ball mal hoch rein, diesmal auf Bamba. Bornic nochmal, bringt den raus auf den Dreh. Ein Dreh. Aber der verliert er da leider. Jetzt Hertha im Ball, das ist jetzt. Auch Flanke jetzt für Hertha, eine Möglichkeit zu flanken. Ich sag Hertha, das ist Bielefeld, Idiot. Aber nicht mit Traoré. Macht er gut. Nächste Ecke. Die führe ich ruhig mal kurz aus, würde ich. Ja, komm, lass es kurz. Komm mal einer her hier. Niemand, der hat doch schon Bock hier. Niemand. Bornic. Aber wo soll er hin? Da ist wieder keine Sau irgendwie. Mbamba. Bornic. Abiyama. Abiyama. Also nicht. Elfmeter für Bielefeld. Natürlich. Ich hab's irgendwie gewusst. Komm. Komm, Kühn. Und dann luft ihn einfach in die Mitte, der Penner. Lass mal 1-0 für Bielefeld. Nächste Gelegenheit zur Flanke für Bielefeld. Das ist nicht gut. Ein Dreh hilft hinten aus anscheinend. Dann kommt der Ball in die Mitte. Serra.
Täuscht an, aber Mbamba ist da. Sehr gut. Angriff aus Osnabrück kommt. Irgendwie das Unentschieden noch. Es müsste ein Dri sein. Oh, niemand ist da. Abiyama! Das ist das 1-0 Niederlage gegen Bielefeld. Ärgerlich. Damit sind wir auch schon am Abschluss dieser Folge in der Schnellsimulation gegen Lautern und holen leider nur ein Unentschieden. Mann, ist das ärgerlich. Scheißen Dreck. Ja. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei dieser Folge. Die ist ein bisschen am Ende ein bisschen unglücklicher gelaufen. Wir schauen mal komplett auf die Tabelle. Ich sehe, wir sind 4. Platz mit einem Spiel weniger. Das heißt, Düsseldorf könnte sogar noch weiter wegziehen von uns. Es bleiben noch 10 Spieltage Rest für uns. Auch Hertha ist da, auch Bochum muss dran. Selbst Darmstadt ist noch dabei, eventuell noch Hannover. Heidenheim mittlerweile auf 1. Aber wir sind noch relativ dran. Wir könnten die Relegation noch erreichen. Der 2. Platz ist erstmal noch aussichtslos. Wir hoffen, dass es in der nächsten Folge besser wird. Ich möchte nochmal zum Abschluss sagen, freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier vielleicht bis zum Ende schaut, vielleicht auch nur ein paar Chancen, vielleicht auch nur 5 Minuten, vielleicht auch nur ein Minütchen. Ich freue mich über jeden Aufruf und vielleicht auch einen Kommentar. Also wer Lust hat, kann auch kommentieren, wenn er Transfervorschläge hat, wenn er irgendwelche anderen Vorschläge hat. Ich nehme mir alles zu Herzen, werde das alles in der Folge einbauen, wo ich es dann lese. Also ich versuche immer schon vorher aufzunehmen, aber ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und tschö.